Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten und ich wollte gerade zum Altglas und dachte, hey, bevor ich die Flasche wegschmeiße, werde ich sie wenigstens einmal recyceln und werde da was Schönes draus machen. Und ich dachte, da machen wir ein schönes Blumenarrangement fertig. Dafür brauchen wir natürlich Blumen und Materialien und ich würde sagen, da legen wir sofort mit los. Wachsflower, Eustoma, blaue Anemone, wunderschöne Ranunkeln, frische Tulpen, dann habe ich hier einmal Efeu aus dem Garten und Kirschzweige und natürlich nicht zu vergessen, einfach irgendwelche Gläser oder Flaschen, zum Beispiel von Öl, Limonade, Tonic Water, was ihr gut als eine Vase nutzen könnt und natürlich einen tollen Drahtkorb, wie in diesem Falle. Ja, wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich selber sammle mein Altglas auch in einem Korb, allerdings in einem sehr großen Korb und dann dachte ich, hey, warum nicht mal sowas in klein machen und mit Blumen bestücken? Und ja, ich wollte ein bisschen was Bärmiges haben, weil ich auch diese Bärentöne gewählt habe, obwohl es jetzt Frühling ist, aber irgendwie war mir nach Farbe mit all dem grauen Wetter. Da möchte ich allerdings die Blätter abmachen, damit ich einfach nur die Bärenbestände habe. Ich habe die Blätter jetzt alle so weit entfernt. Man sieht, die sehen dann sofort super dekorativ aus, die Efeubeeren. Die schneide ich, ups, ein bisschen wild hier, einfach eben mit der Rosenschere nochmal einmal an. In den Vasen, die schon mit Wasser gefüllt sind, aber ich glaube, das kriegt ihr hin. Ich habe sie auch wirklich gut zur Hälfte gefüllt, weil teils die Stiele ein bisschen kürzer sind, damit die auch wirklich alle mit Wasser versorgt sind. Und die lasse ich einfach alle so ein bisschen überlappen, damit wir eigentlich schon so eine Art Basis haben. Und ja, ich finde, das füllt sehr schön. Und vielleicht hat jemand das ja als Hecke oder beim Nachbarsgarten. Dann fragt ihr einfach mal ganz lieb nach. Ja, dann werden wir die Blumen Schritt für Schritt hineinsetzen. Ich kann das auch am besten immer so empfehlen, wie ich das jetzt zum Beispiel mit dem Efeu mache. Dann setze ich Lisianthus rein, dann die Tulpen. Weil ich finde, dann kriegt man da ein besseres Auge für. Dafür entferne ich auch wieder die Blätter, damit wir ein blattloses Gesteck haben. Wie ihr wisst, mag ich das ja immer ganz gerne. Lisianthus ist jetzt die einzige Blume, die jetzt gerade nicht so aus der Region kommt. Ich fand aber die Farben sehr schön und ich finde diese kleinen Blüten hier, die erinnern mich so ein bisschen an Ranunkel, ein bisschen an Rosen, irgendwie so ein Mix. Ein bisschen eine spitzere Form, ganz toll. Und die haben einfach die Länge, die mir sonst ein bisschen fehlt in diesem Gesteck. Also mache ich mal einmal eine Ausnahme und gehe rein für die Optik. Dann werden wir die Blumen Step by Step hineinsetzen und dann kreieren wir was Schönes. I hear a car horn outside my window. I hear the screen door scream. My baby walks in, says, get up off that pillow. Daylight's burning as we speak. Up, up and away. Let us skip this town. Up, up and away. Ranunkeln haben wir jetzt auch so weit reingesetzt. Ich würde gerne die Tulpen noch hineinsetzen, aber der Platz wird langsam weniger in den Vasen. Und ich möchte wirklich unbedingt diese Kirschzweige noch reinsetzen, damit ich oben noch ein bisschen dieses Knochige habe. Und die schneide ich noch mal einmal an und die setze ich dann noch mal einmal rein. Und Wachsflower hat so oder so nicht so viel, nicht so dicke Stiele, das ist kein Problem. Aber diese Kirschzweige, die sind noch ein bisschen knochiger und ich möchte einfach noch so ein bisschen, ja, ein bisschen Höhe kreieren, noch ein bisschen mehr Frühlingsgefühle. Springtime! Und dann sieht das doch schon immer ganz toll aus. So, die setze ich jetzt einfach so ein bisschen hinein, verteile die, auch in unterschiedlichen Höhen. Man kann natürlich auch diese Geschichte komplett kleiner fertig machen. Die muss ja gar nicht so groß sein. Also ich könnte mir auch vorstellen, einfach zwei, drei, ach, guck mal hier. Heute bin ich so ein bisschen verpeilt unterwegs. Randale, Marion hier. Aber alles steht noch.
Und wir auch. So, was sagte ich? Ja, man könnte auch einfach drei Gläser zusammenbinden mit ein bisschen Packband, die euch gefallen. Und dann kann man das natürlich auch ganz nett auf dem Tisch arrangieren. Also da gibt es wirklich unterschiedliche Möglichkeiten. Hier setze ich auch noch einen dazu. Und dann kommen noch diese kleinen Wachsblümchen, um es ein bisschen heller zu kreieren. Die duften auch immer sehr schön. Auch da ist die Haltbarkeit ganz toll. Und ich finde, die dürfen eigentlich im Frühling definitiv nicht fehlen. So, und jetzt haben wir es auch fertig, diesen Korb. Man sieht, es ist reich gefüllt, aber man muss ein bisschen aufpassen mit den Öffnungen, weil so Limonadengläser und so, da müsste man eher vielleicht Punika oder so nehmen, die ein bisschen größer sind, da passt ein bisschen mehr rein. Und ich finde aber, dass die Äste definitiv nicht fehlen durften, um noch ein bisschen dieses Hölzige reinzusetzen. Und deswegen bleiben die Tulpen hier und die werde ich mir nachher selber in der Vase stellen. Ich hoffe, euch hat dieses Recycle-Video gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr das gerne liken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Das ist wirklich der Wahnsinn. Die Anemonen gehen auf in der Zeit, dass wir hier jetzt gerade stehen. Ganz kurz zur Info, wer noch kein Abo hat und ja, der klickt einfach hier oben und wer noch Lust und Zeit hat, noch ein Video anzuschauen, einfach hier unten.